die schriftlichen Urteilsgründe abzuwarten haben und die noch einmal durchzuarbeiten haben. Es ergeben sich für die Verteidigung relativ wenig Ansätze für eine erfolgversprechende Revision. Ansatzpunkte könnten in diesem Fall sein die Verneinung der Eingangsvoraussetzungen der Paragraphen 20, 21 StGB. Hier geht es um die Frage der verminderten Schuldfähigkeit. Ich hatte ja in meinem Plädoyer dargelegt, dass ich davon ausgehe, dass aufgrund des vorangegangenen Alkohol- und Betäubungsmittelgenusses mein Mandant eingeschränkt schuldfähig sei wegen einer eingeschränkten Steuerungsfähigkeit. Da wird zu prüfen sein, wie sorgfältig das Urteil in diesem Punkt begründet ist. Das wäre ein Ansatz für eine mögliche Revision, die natürlich jetzt fristgerecht binnen der Woche, die mir zur Verfügung steht, eingelegt werden muss, denn erst danach werden dann die Urteilsgründe und auch das Hauptverhandlungsprotokoll zugestellt werden. Wie hat Ihr Mandant das Urteil aufgenommen? Es war zu beobachten, dass er dieses Urteil eigentlich auch wie das ganze Verfahren sehr ruhig aufgenommen hat. Es wird sich dann in einem späteren Gespräch, welches ich mit meinem Mandanten zu führen haben werde, erarbeiten lassen, wie er das Urteil dann auch für sich bewertet. Werden Sie denn Revision einlegen? Ja, es ist eine Rechtsmittelfrist von einer Woche. Innerhalb dieser Woche kann natürlich abschließend geklärt werden, ob ein solches Rechtsmittel tatsächlich mit Erfolgsaussichten geführt werden kann.